Götzis in Vorarlberg. Mehr als 11.000 Menschen leben hier. Die Einwohner von Götzis nennen sich selbst übrigens die Götzner. Einer von ihnen ist Marco Fleisch, Österreichs bester Gravemann 2015. Hier hat er sein Revier, hier im Vorarlberger Rheintal kennt man den Marco als erfolgreichen Gravemann. Nicht unbedingt in einem Grave-Kerngebiet. Seit Jahrzehnten ist er erfolgreich in vielen Dingen, die er angeht. Und doch ist er bescheiden und am Boden geblieben. Warum ist Marco Fleisch erfolgreicher als viele andere? Ich habe auch schon darüber nachgedacht, warum. Aber ich glaube, das macht meine individuelle Art, mein Verständnis für den Kunden aus, dass ich weiß, was er will, dass ich auf ihn eingehen kann und schau, wie ich bei ihm ankomme. Wir haben hier in Götzis nachgefragt, was ihn so erfolgreich macht. Und wir haben jene Menschen getroffen, die ihn schon lange kennen. Freunde, Wegbegleiter, Familie. Im Elternhaus treffen wir Marcos Mutter und seinen Sohn Vincent. Marco war immer ein fröhliches Kind und der eine oder andere Streich war vorprogrammiert. Gefährdet waren nur die Gartenzwerge. Die Oma hat die Gartenzwerge heiß geliebt. Und für sie war das alles. Und immer im Garten hat sie jedes Jahr einen wunderschönen Gartenzwerg gehabt. Und der Marco hat einen Kracher hineingesteckt und ist zur Oma und das angezündet. Und der Gartenzwerg ist in die Luft und die Oma war tief traurig und der Marco ist weggesprungen und war glücklich. Mit dieser Geschichte konfrontieren wir seinen ehemaligen Physik-, Chemie- und Mathematiklehrer, der dazu nur meint: Hoffentlich bin ich nicht schuld. Wir haben damals einige Experimente gemacht, die wir in der heutigen Zeit gar nicht mehr machen dürfen. Zum Beispiel Gartenzwerge sprengen. Wenn er an die schulischen Erfolge von Marco denkt, dann fallen sofort die Stärken und Begabungen auf. Seine Schwerpunkte sind sicher in der Sprache gewesen, auf der einen Seite, weil er sich dort ausdrücken kann. Auf der anderen Seite muss er offensichtlich vom mathematischen Standpunkt her einiges mitbekommen haben, sonst könnte er sich nicht so gut präsentieren und damit auch Berechnungen anstellen, die notwendig sind, um einen guten Versicherungsabschluss erreichen zu können. Nächster Schwerpunkt, die Geselligkeit. Hier haben wir viele, die bestätigen, dass Marco kein Kind von Traurigkeit ist. Wir haben dann viele Jahre gemeinsam Tennis gespielt, auch in der Vorarlberger Liga, Mannschaftsmeisterschaft gespielt in der ersten Vorarlberger Liga und das über 20 Jahre. Wir haben auch dann im Tennisclub einige Funktionen im Vorstand übernommen, wir waren die Eventmanager. Da war mir im ganzen Land bekannt, dass im TC Götzis die Feste bis morgen früh gehen und dass Marco und Adrian meistens die besten Gäste selber sind, umsatzmäßig. Da haben wir eine tolle Zeit verbracht gemeinsam. Ich glaube, das, was ihn ausmacht, ist dieses Umschalten können zwischen also wirklich total locker und dann aber wieder straight und seriös zu sein. Also, ich hätte mir das ja nie erwartet, dass dieser lustige junge Bub, den ich damals kennengelernt habe, also wirklich so erfolgreich wird und also wirklich sein Ding so durchzieht und es wirklich auftreten kann auf eine so seriöse Art und Weise, das zeichnet ihn absolut aus. Wir wechseln nun in Marcos zweites Wohnzimmer zum Lieblingswirten. Er findet, so glaube ich, ja, eine Auszeit bei uns. Also es wird nicht über seinen Job philosophiert, sondern über seine privaten Interessen, übers Kochen, ja, und über sehr gute Rums und über Bier und ja. Also einfach, er genießt da seine Auszeit und ja, es ist einfach lustig, ja, mit ihm zu reden. Ja. Geselligkeit hat für Marco höchste Priorität, natürlich nur rein beruflich. Ich bin ein geselliger Typ, ich bin gern unter Leuten, ich sitze gerne mal an der Bar und trinke mein Bier oder ich gehe fein was essen. Und das ist das Einzige, weil das ist im Prinzip, macht man da ein Netzwerk, Kontakte knüpft man an der Bar, beim Wirten und mit Smalltalk und zwischenmenschliche Beziehungen, die man aufbauen kann, das macht absolut Sinn, dass man auch schlussendlich dann zum Geschäftserfolg kommen kann. Er ist eigentlich eine Marke in Vorarlberg. Es ist eine Prestigesache bei uns in der Region, wenn man bei Fleisch versichert ist.
Und sogar vom Mitbewerber hört man nur lobende Worte über den besten Gravemann. Es gibt den Marco Fleisch als Fachmann. Er hat die höchste Versicherungsausbildung, die man machen kann. Er ist also ein Profi, ein Experte. Er ist für mich nicht ein unbedingter Hardseller, der nur verkaufen will, sondern er berät. Und mit seiner Art auf die Leute einzugehen und auch zuzuhören, glaube ich, findet er immer auch das richtige Angebot für jeden. Und auch der eigene Landesdirektor bringt es auf den Punkt. Er ist handwerklich sehr, sehr gut beschlagen, versteht es, mit den Leuten in ihrer Sprache zu sprechen, ist auf Augenhöhe mit den Kunden, wie auch den Mitarbeitern, wie auch den Vorgesetzten. Und ich glaube, aus diesem Grund heraus versteht das einfach sehr, sehr gut, mit Menschen umzugehen. Und das ist ja grundsätzlich die Vorgabe. Bei allem Erfolg am Boden geblieben, wünscht sich Marco Fleisch für die Zukunft. Gesundheit und dass mein Sohn glücklich ist. Dann bin auch ich glücklich. Ich finde, dass denn das ganz toll ist. Und ich bin ganz stolz auf meinen Papa.